Nach der perfekten Rückkehr in die Bundesliga steht Zweitligameister 1. FC Köln offenbar kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers. Nach Informationen von Bild und Sportbild soll Achim Bayerlatzer von Ligakonkurrent Jahn Regensburg zur kommenden Saison die Nachfolge des Ende April entlassenen Cheftrainers Markus Anfang antreten. Den Aufstieg in die Bundesliga hatten die Kölner am Montag unter Interimstrainer André Pavlak perfekt gemacht. Bilder Galerie: Kovic, Rose, Hecking, Baum, Kovac und Co. Das Trainerkarussell der Bundesliga 45. Bilder. Zuletzt war auch Dieter Hecking, der zum Saisonende den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verlässt, als neuer Köln-Trainer gehandelt worden. Jetzt das aktuelle Trikot des 1. FC Köln bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Laut den Medienberichten soll Bayerlatzer den Rheinländern bereits eine Zusage gegeben haben, die Vereinsgremien müssen den Zugang aber noch absegnen. In Regensburg besitzt der 51-Jährige noch einen Vertrag bis 2022, demnach wäre für den FC im Falle eines Wechsels eine Ablöse fällig. Pavlak hatte sich zuletzt angeboten. Bereits am Montagabend hatte sich Bayerlatzer das 4:0 der Geißböcke bei der SPVGG Greuther Fürth im Stadion angesehen. Am Sonntag, 15:30 Uhr im Live-Ticker, gastiert er mit Regensburg in Köln. Die Highlights der zweiten Bundesliga ab 19 Uhr in Sky Sport News HD, die zweite Bundesliga im TV auf Sport 1. Bayerlatzer steht beim Jahn seit 2017 an der Seitenlinie. Zuvor hatte er 3 Jahre lang bei RB Leipzig im Jugendbereich gearbeitet, sowie in der Saison 2015/16 als Co-Trainer von Ralf Rangnick am Bundesliga-Aufstieg der Sachsen mitgewirkt. Auch Interimstrainer Pavlak hatte zuletzt gesagt, er könne sich die Rolle des Kölner Cheftrainers in der Bundesliga vorstellen. Bildergalerie: Die Rekordaufsteiger der deutschen Bundesliga, 15 Bilder, aber am Ende ist es nicht meine Entscheidung, was wir machen, betonte der bisherige U21-Coach bei Sky nach dem Spiel in Fürth. Sportchef Armin Fee hatte bei Pavlaks Vorstellung gesagt, wir haben klar vereinbart, dass es um diese 3 Spiele geht, dass wir unser Ziel erreichen. Punkt. Danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Meistgelesene Artikel: Fußball. Bundesliga: Kovac, ich lag wieder richtig. Fußball: Europa League: Skistar schockt mit Geschichte. Basketball: griechischer Basketball in Trümmern. Fußball: Champions League: das Millionenopfer wird zum Helden. Fußball: Champions League: Mourinho zerpflückt Ajax Taktik. Let's Block Ads.